Ich fahre gerade den Sempter Ausberg hoch. Bin hier im Ortsrand Semp. Umstand voraus. Mir geht halt die Sache da mit dem Krieg nicht aus dem Kopf. Beschäftigt mich an vielen Minuten des Tages. Wir sind keine Weltgemeinschaft auf dieser Welt, sondern wir sind eine, jeder denkt nur an sich Gemeinschaft. Das ist die Wahrheit. Auf der einen Seite belegen sie Russland mit diesen vielen Sanktionen, auf der anderen Seite kriegen sie es nicht fertig, so eine Flugverbotszone über der Ukraine zu machen. Das kann man sich doch überhaupt nicht glauben. Das gibt's doch gar nicht. Wohlwissend, dass Millionen von Leuten auf einen Schlag sterben können. Unglaublich. Dass die Weltgemeinschaft sowas zulässt. Dass ein Einzelner oder ein einzelner Staat sowas machen kann. Das gibt's gar nicht. Ich finde es so unfassbar. Lebe doch im Jahr 2022. Die Odenwald-Silhouette ist nämlich schon total toll. Da kann man sehr weit gucken. Das ist hier geradeaus voraus der Felsberg, wo das Felsmeer ist, wo ich ja letzte Woche schon mal war. Gerade voraus im Nebel ist er. Nebendran ist die Neunkirchener Höhe, Laudertal. Und da ist der schöne Otzberg. Und jetzt die Alienscape da im Weltall, die UFO-Jungs und Mädels. Das wäre jetzt der richtige Einsatz. Jetzt wäre der richtige Einsatz. Die Zeit wäre jetzt genau richtig, um zu zeigen, dass es außerirdisches Leben gibt. Die dann einfach einen Stecker ziehen. Und die Bomben und das Leid mit einem Schlag beenden. Das wäre jetzt was. Da hofft, glaube ich, jeder drauf. Weil die sogenannte Weltgemeinschaft, die jeder denkt nur an sich Gemeinschaft, das einfach nicht hinbringt. Den Stecker zu ziehen, um den Wahnsinn auf der Stelle zu beenden. Da habe ich ihn gerade gesehen, den Grundspecht. Den sieht man nämlich ganz, ganz selten. In der Sonne. Gerade runtergeflogen. Den sieht man selten. Der ist noch seltener wie der Schwarzspecht. Schöne Kerle. Die schlimme Zeit im Moment auf dieser Welt. Vielleicht hilft beten. Der Herr ist unser Hirte, uns wird nichts mangeln. Er weidet uns auf grüner Au und führt uns zum frischen Wasser. Er quicket unsere Seele. Er führt uns auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob wir wanderten im finsteren Tal, so fürchten wir kein Unheil, denn der Herr ist bei uns. Seine Engel und sein Licht begleitet uns. Er bereitet vor uns einen Tisch im Angesicht unserer Feinde. Er salbet unsere Häupter mit Öl. Er schenkt uns voll ein. Gutes und Barmherzigkeit folgen uns das Leben lang und werden alle bleiben im Hause des Herrn immer da. Amen. Was bleibt einem anders übrig in dieser Situation im Moment auf der Welt? Der Bildstock am Altener Weg der alten Prozessionsstraße nach Waldürn, von Dieburg nach Waldürn. Hoffnung. Und da komme ich gerade eben so an so einem Spezialbaum vorbei. Ich laufe mal hin.
Der hat die Erdschwingung so geformt. Grund der Fasnacht hört in die Bursch. Das hört sich alles so friedlich an und dann liest man das hier an der Sparkasse. Und da muss man schon ganz schön abgebrüht sein, wenn man da Fasnacht feiern kann. Die Burg ist halt auch eine Fasnachtshochburg. Aber ich muss trotzdem wieder fertig springen, da Fasnacht zu feiern. Bei den Schäfchen. Bitte in eine andere Richtung. Der Schwimmen ist halt irgendwie total leer. Es hat so ein leeres Gefühl in sich, weil man so hilflos ist, weil man nichts machen kann. Da ist die Gerschbrenz. Alle gelaufen. Die tapferen. Da ist der Hahn. Ja, hier schön. Hier schön. Die hübschen. Aggressiv sind die Leute. Bei euch ist alles friedlich. Hier ist halt nicht so. Die Welt, in der wir leben, ihr Hühne, habt ihr es gut, dass ihr keine Mäntel zahlt. Ganz interessiert. Dann geht die nachdenkliche Tour zu Ende. In den Sternen steht oder in den Wolken steht, wie es weitergeht. Ob das überhaupt so weit kommen ist. Und für was?